an Charlie 2, Kommandeur. Kommandeur hört. Landezone in Sicht. Sieht aus, als wären unsere Jungs pünktlich, Kane. Verstanden, 3-1. Hitman-Teams bereit zum Angriff. Sie haben grünes Licht. Colonel, wir haben vielleicht ein Problem. Zu spät, Laswell. Sind aktiv. Nicht, bis ich es sage. Watcher an 3-1, hören Sie? Station Chief Laswell, schießen Sie los. General Barkov hat neues Chlorgas in sein Lager geschickt. Aber seine Söldner wollen es heute Nacht per Konvoi nach Ursikstan bringen. Sie haben weiterhin Angriffsfreigabe. Aber Beschuss von russischem Militär ist tabu. Wir können uns keinen internationalen Zwischenfall erlauben. Keine Garantie, dass die russische Armee stillhält, Kate. Verstanden, Alex. Finden Sie das Gas, Barkovs Laster, und verschwinden Sie, bevor es brenzlig wird. Okay, Watcher, wir sind dran. Gehen wir. An alle Hitman-Teams, rückt zu eurem Einsatzpunkt vor. Verstanden, unterwegs. Wir müssen uns beeilen. Barkovs Leute transportieren das Gas heute Nacht. Sie stehen die Chancen, dass wir auf General Barkov treffen. Wie würde sich ein russischer General nicht mal begraben lassen? Ich höre zwei. Die suchen uns. Zwei Söldner, keine Uniform. Hey, du bist! Выйди, покажись! Die sind fällig. Holt sie euch. Wir sind sicher. Verstanden. Auf dem Camp postieren und Gelände beobachten. Echo 3-1 an Blue Viking 5. Feuer frei. Bereit halten für Zielbestätigung. Verstanden, 3-1. Viking hält sich bereit. Checken wir die Gegend und vergewissern uns, dass keine russische Armee da unten ist. Aktivität im Bahndepot. So kommt das Gas also rein. Einer im Turm. Linke Seite oben, keine Armee. Mittelschwerer Transportlaster. Transport für das Gas. Fahrzeug bewegt sich. Patrouillenfahrzeug, Söldner. Ein Sicherheitsteam, gute Ziele. Blue Viking 5, Echo 3-1 hier. Ungeschützte Truppen, Südtor, Freigabe zum Feuern. Roger, 3-1. Ziel erfasst, Feuer frei in 5 Sekunden. 5 Sekunden! Echo 3-1, gute Wirkung auf Ziel. Viking zurück zur Basis. Gute Jagd. Besten Dank, Viking. Wir übernehmen jetzt. Mehrere Schützen. Zu Fuß. Stopp. Lasst sie näher kommen. Найдите их и убейте, иначе генерал убьет нас. Рассредоточиться! Если что увидите, стреляйте! Ausräuchern! Jetzt! Gesichert! Los, weiter! Geschieht Ihnen recht, wenn Sie diesen chemischen Dreck verhökern. Er löst sie von ihrem Elend.
Eingang, mein Zeichen. Jetzt! Das Überraschungsmoment ist nicht auf unserer Seite, Leute. Bleibt cool. Bleibt wachsam, wir sind hier blind. Feuer und auf da! Die Waffe im Türrahmen aufstellen und ins Gute und Unterdrückung! Flankiert ihn und schaltet ihn aus! Ausrücken! Wir müssen das Gas sichern, bevor sie es wegschaffen. Geschaltet. Gesichert! Das Gas muss da drin sein. Seid denn, wir kommen zu spät. Gesichert! 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 Da könnten Chemikalien drin sein. Masken auf! Auf geht's! Die haben den Strom abgestellt. Licht an. Mir nach. Geben Deckung 3-1. Ziehen wir's durch. Hier drin ist es stockdunkel. Hast du das gehört? Wer auch immer hier den Strom abgestellt hat. Ich sag dir. Könnte der Luft... Scheiße. Siehst du das? Schnappt ihn. Kontakt! Erst erledigt. Aktivität auf dem Weg! Alter, der ist nicht mehr dabei! Der hat sich verloren, der hat sich bewegt! Wir haben ihn verloren, er hat sich bewegt! Gesichert! Alles gesichert! Schalten wir den Strom und das Licht an und finden dieses Gas. Roger, 3-1. Lichter an. Strom ist da.
Hey! Wir haben ein Problem. Die Typen sind von der russischen Armee. Spetsnaz. 3-1 am Watcher. Barkov-Söldner sind Spetsnaz. Wir haben Gefallene von der russischen Armee. Wir müssen sofort hier weg. Negativ. Das Kommando will die Mission beendet sehen. Ist nicht unsere Entscheidung. Ist das ja nie. 3-1 Ende. Sehen Sie nach, ob es das ist, weshalb wir hier sind. Wir machen die Laster startklar. Jackpot. Gas bestätigt. Verstanden, 3-1. Einpacken und zurück zur Basis. Verstanden. Rücken wir ab. Zeit zu gehen, CIA. An alle Stationen. Wir sind unterwegs zur Evakuierung. Sichert eure Sektoren. Gute Arbeit, Alex. Zum Treffpunkt für Evakuierung. Sidi, da Abfeller. Mein Russi. Marines. Amritar. Lasimitarak. Faran. Echo 3-1 an Watcher. Alex, was ist passiert? Terrorangriff. Mehrere Marines gefallen. Gas geklaut. Evakuieren, sofort. Roger. Da sind mehrere russische Truppen auf dem Weg zu euch. Ausharren. Wir sind unterwegs für Extraktion. Watcher Ende. Die Operation ist jetzt eigenständig. Was zur Hölle soll das heißen? Sie haben keine Freigabe, Colonel. Das sind meine Marines. Wir brauchen auf der Stelle ein Team vor Ort. Das ist nicht ratsam. Und Sie entscheiden das Colonel, nicht. Laswell. General, meine Leute... Norris, Sie können wegtreten. Ja, Ma'am. Wir haben ein Problem. Der Kreml hat die Konfliktentschärfung aufgehoben. Die Sechste fährt aufs Schwarze Meer und chemische Waffen sind bereits im Umlauf. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf, Laswell. Fixen Sie es. General, Informationen sind unsere beste Waffe. Informationen haben wir schon versucht. Finden Sie eine bessere Waffe. John. Laswell. Wo sind Sie? Beschäftigt. Ich habe ein Problem. Russen? Sie wissen es schon. Terroristen haben chemische Waffen erobert. Sie könnten überall sein. Paris, New York. London. Und das Briefing. War gerade. Sergeant Garrick, kommen. Hier ist Garrick. Terrorgefahr ist jetzt kritisch. Vermutlich mehrere Angreifer. Bombenträger oder schlimmer. Scharfschützen in Position. Negativ, Sergeant. Es darf keine Panik geben. Wissen die Terroristen das, Sir? Garrick, machen wir aus London kein Kriegsgebiet, klar? Ja, glasklar. Ende. Wir sind dann wohl allein, Leute. Wir schaffen das. Gehen wir es an, okay? Bestätigt. Sergeant. Achtung. Passt zur Beschreibung. Das sind sie. Saber und Raven, weißer Van, mehrere potenzielle Kämpfer, Waffen gesichtet. Abfangmanöver. Roger, solange kein Angriff droht, nicht angreifen. Weißer Van, links. Los, los! Sie sind hier, Brüder! Sie sind hier! Los! Polizei, keine Bewegung! Die Hände hoch! Sofort! Auf den Boden! Sofort! Ich sag's nicht nochmal! Waffe! Waffe! Nein!
Brock ist tot. Sie haben ihn erwischt. Saber 2, was zur Hölle ist da drüben los? USBV-Detonation am Piccadilly Circus. Beamte am Boden. Mehrere zivile Verluste. Wir brauchen hier sofort Sanitäter. Sie sind noch nicht fertig. Bewegung! Geiseln gesichert, ein Verdächtiger tot. Elektromarkt, nördliches Gebäude. Verstanden, Sanitätsdienst ist unterwegs. Räumen Sie weiter die Gebäudestraße. Raven, Saber 2, Explosion vor dem Tento-Gebäude. Beamte getötet. Verdammte Scheiße. Was ist der Status der Geisel? Verbündete! Alles gut. Hast du eine Waffe? Ja, Sir. Captain Price. Sergeant Garrick. Sie kommen mit. Die Ecken überprüfen. Hilfe! Geisel, Hilfe! Da oben. Hilfe, bitte! Hilfe! Hört mich jemand! Wir brauchen hier Hilfe! Nehmt das ab! Bitte, nehmt mir das ab! Sarge, ich brauch sie hier. Hilfe! Ich gehöre nicht zu denen! Ich will nichts. Bitte, ich will nicht. Ich will es geht nicht auf! Können Sie ihm helfen? Ich versuch's. Ich will meine Mädchen! Sie geht hoch. Ich schaff es nicht. Keine Zeit! Ich schaff's nicht! Hilfe! Moment! Was macht ihr da? Nein! An alle. Bombe geräumt. Wir kommen raus. Sanitäter! Bleiben Sie ruhig. Wir bringen sie hier raus. Verletzt? Bin okay. Sie sind heute ein Held, Sergeant. Gar nicht passieren dürfen, Sir. Der Einsatz war halbherzig. Damit alle so tun können, als gäbe es keinen Krieg. Ja, Lüge des Jahrhunderts, ich weiß. Warum halten wir uns dann zurück? Weg mit den verdammten Samthandschuhen! Sir. Ich höre. Bei diesen Einsatzregeln haben wir nicht die geringste Chance, Captain. Sie sagen uns wo, sie sagen uns wann. Wir sagen wie. Wir beobachten die Zelle seit Wochen. Hatten Sie zuverlässige Infos? Eine Menge, Sir.
Okay, Garrick. Mitkommen. Al-Katala hat sich zu dem Anschlag bekannt. Auf Befehl vom Wolf in Ursikstan. Alex ist bereits vor Ort und sucht die Chemikalien. Er braucht die Liberationsfront. Er soll die Kommandantin kontaktieren. Sie kennen Commander Karim? Sind uns vertraut. Nennen Sie meinen Namen, oder er stirbt. Du hast eine Nachricht von Captain Price. Commander Karim, nennen Sie mich Alex. Ich höre Alex. Das ist geheim. Geht bitte raus, bereitet alles vor. Vor 48 Stunden haben Terroristen russisches Gas gestohlen. Nur Al-Katala kann das gewesen sein. Die Russen unterscheiden nicht zwischen Al-Katala und deinen Leuten. Und ich unterscheide nicht zwischen Al-Katala und der russischen Armee. Sie sind beide Terroristen. Wir benutzen kein solches Gift. Dann helft uns suchen, bevor sie was? Europa angreifen? Amerika? Wir leben so jeden Tag. Commander, wir müssen los. Wer ist das? Alex, das ist mein Bruder und Leutnant Hadir. Von der CIA? Er kommt von Captain Price. Du tötest Russen, ja? Ich habe Freunde, die helfen könnten. Aber deine Schwester entscheidet das. Natürlich. Meine Schwester hat das Sagen. Und die russische Armee ist noch hier. Diese Besetzung muss enden. Da sind wir uns alle einig, ja? Hm. General Barkos Leute halten die Stadt. Wir werden das ändern. Wir haben keine Raketen, aber andere Mittel. Wenn du bleibst, helfen wir dir. Aber bleibst du, kämpfst du auch. Ja, NATO. Merhaba, Leo Sexanonis. Dann komm mit. Ohne die Tunnel wären wir tot. Russische Kommandanten sind heute in der Stadt. Wir überfallen sie. Wie? Sprengsätze. Das wird sie aufscheuchen. Und lock die Wachen von der russischen Basis weg. Dann können wir angreifen. Wir dürfen keine Option auslassen. Gehen wir zu weit, verlieren wir uns selbst. Wir greifen den Stützpunkt an. Viel Glück. Alex, nimm die Ladungen. C4 mit Fernzünder. Danke. Schütze meine Schwester. Viel Glück. Dir auch. Alle Kare. Hapsara. Jalla. Merki. Selamekafu. Hier, Alex. Leg den an. Wie sehe ich aus? Das reicht. Tarek, wie sieht's aus? Da draußen sind Russen. Wenn sie eure Waffen sehen, schießen sie. Wenn das passiert, ist unser Plan schon gescheitert. Alex, unsere Waffen verraten uns. Versteck sie vor den Russen. Komm mit. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Für dich heute nicht. Barkos Truppen besetzen die ganze Stadt. Heute wird es besonders streng, wenn ihre Offiziere kommen. Dabei sein? Er ist so gut wie nie dabei. Er versteckt sich lieber und lässt andere die Drecksarbeit machen. Welche Art von Drecksarbeit? Bestrafungen. Wenn sich einer zur Wehr setzt. Männer in die Arbeitsreihe! Frauen zu den Lasten! Hier trennen wir uns. Du musst gehorchen, um nicht aufzufallen. Geh durch den Haupteingang. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Gibt es Elemente in Kursistan, die sich weigern, die Lektionen für ihren Schutz und ihren Wohlstand zu lernen?
Bin durch. Geh nach links, die Gasse entlang. Siehst du den Soldaten? Ja. Geh auf ihn zu, langsam. Wecke seine Aufmerksamkeit. Schalt ihn aus. Hilfe! Hilfe! Karin? Pass auf dich auf, Schwester. Du bist erfinderisch. Gut. Dann los. Ich habe meine Kontakte gleich davon postiert. Sie haben mehr Sprengsätze für uns. Eine größere Explosion lässt sie mehr Truppen aus der Basis abziehen. Scheiße. Barkovs Soldaten haben meine Kontakte gefunden. Sie könnten schon tot sein. Ich brauche einen Schalldämpfer. Finde einen Ölfilter. Er dämpft den Schall deiner Waffe. Durchsuch Zivilfahrzeuge. Ich behalte die Wachen im Auge. Dieser Aufwickler, greifen weiter sinnlos im Namen der sogenannten Freiheit an. Das sollte funktionieren. Gut. Geh zurück und nimm die rechte Flanke. Geh um den Laster herum. Rechte Seite. Рабочая сила. Du kriegst zwei. Ich nehm den Rest. Как он говорит, в хозяйстве все сгодится. Какого черта? Leise bleiben. Rein da. Warte. Bleib von der Tür weg. Осторожно. Могут быть растяжки. Kannst du feuern? Ja. Yep. Übernimm zwei. Ich den anderen. Geh und sieh hinten nach. Sicher. Hier lang. Sorry wegen deiner Kontakte. Wir haben die Sprengsätze. Ihr Tod war nicht umsonst. Steck die Waffe weg. Wir gehen wieder nach draußen. Mir nach. Ich gehe voraus. Wer sich General Barkov widersetzt, wird hingerichtet. Was soll das? Bitte. Sie ist nur verrückt. Ich weiß, was sie ist. Versteht ihr, warum wir das hier tun? Sie wurden gehängt, weil sie getötet haben. Seht sie euch nur an. Na los, gehen wir. Es sind die Terroristen, die für unseren Schmerz verantwortlich sind. Bündelt eure Kräfte, entlarvt diese Terroristen und ihr werdet belohnt. Das ist ein gottverdammtes Kriegsverbrechen. Eine Strafe für das gestohlene Gas. Barkov will ein Exempel statuieren. Was können wir tun? Erfülle unsere Mission und bereite Barkovs Grauen endgültig ein Ende. Hier durch, die Leiter rauf. Barkov schickt Helikopter. Wenn wir sie ausschalten, werden mehr Truppen auf der Basis kommen. Was uns ein anderes Herz erschafft. Ja, bring deine Sprengsätze an den Helis an. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Falls dir Wachen in die Quere kommen, schalte sie aus. Aber leise. Wir treffen uns dann hier. Wachen am Eingang. Pass auf, dass dich keiner sieht, wenn du angreifst. Diese Feinde sind eure Freunde, eure Familie. Zwei erledigt. Üben unaussprechliche Akte gegen unser Volk aus. Mit dem ich bin General Roman Barkov, euer Anführer.
Da ist eine Wache, oben auf der Treppe, linke Seite. Behalte die Menge im Auge. Jegliche Bedrohung wird direkt beseitigt. Jetzt, weiter. Ich hab dich. Du hast Reflexe wie eine Katze. Ich hab's mehr mit Hunden. Ladung platziert. Das gibt eine höllische Ablenkung. Das ist der Plan. Und jetzt rüber zum nächsten Helikopter. Ich lasse mich nicht. Niemand aus dem Land von einer Armee. Du weißt, was zu tun ist. Sprengsätze an, Alex. Ladung platziert. Neu gruppieren bei meiner Position. Eure Freiheit, eure Unabhängigkeit. Wir sind durch. Es wird Zeit. Jag sie hoch. Sünde. Großes Kino, Alex. Gut gemacht. Und jetzt hier lang. Warte. Halt dich links. Nicht Feuer. Da, es hat funktioniert. Die Truppen aus der Basis rücken an. Ihre Fahrzeuge sind unbewacht. Wir nehmen dir Lager als nächstes vor. Da kommen noch mehr. Bleibt nah dran. Ein Abschiedsgeschenk, falls sie zurückkommen. Wie großzügig von dir. Schade, dass wir die Show verpassen, aber wir müssen den Anschlag ausführen, bevor es zu spät ist. Die nächste Straße führt uns zurück zu den Tunneln unter Tareks Haus. Scheiße! Aha, wir werden in die Zeit genommen! Lass auf! Nach rechts! Scheiße! Fenster! Fahrer, was zur Hölle ist das? Barkos Kriegsverbrechen. Runter! Nicht bewegen. Halt den Kopf ruhig. Ich bin soweit. Schieße auf die zwei links. Gute Arbeit. Zum Tunnel, schnell. Es könnten noch mehr kommen. Da, Verstärkung vom Luftstützpunkt. Unser Plan geht auf. Stopp! Scheiße! Tareks Tür ist offen. Wo ist Tarek? Tot. Er würde niemals seinen Posten verlassen. Dann los. Sicher.
Gehen wir runter zu Hadir. Du hast gute Leute verloren. Das sind die Kosten des Krieges. Wir erobern Barkovs Stützpunkt, dann war ihr Tod nicht umsonst. Es wird ein verdammt harter Kampf. Für sie auch. Hadir hat einen Plan. Du bist jetzt in meinem Haus, Alex. Hab mich bei Barkovs Basis eingerichtet. Erhalte die Bastarde im Auge. Freunde nah, Feinde näher. Ich sag doch, wir machen's auf unsere Art. Keine Granate, wir improvisieren. Nicht schlecht. Hast du etwa gedacht, wir kämpfen mit Keulen? Die Russen verstehen nur Gewalt. Also kriegen sie Gewalt. Barkov hat Luftstreitkräfte. Also wir auch. Fernlenkflieger, bestückt mit C4. Befall Ola, Mr. Adi. Battle the Bell, Danny, Bademann Food. Bereit? Ja, Commander. Abflug. Alex, lass sie genau in die Helis krachen. Bin drin. Bleib unten. Luftstützpunkt ist gleich voraus. Rollbahn in Sicht. Das ist die Straße. Gut. Halt direkt auf den Helikopter. Gut geflogen, Brüller. Gehen wir runter. Der Luftstützpunkt liegt direkt voraus. Team 2 gibt uns mit dem Geschütz Deckung. Echo 3-1 an Watcher. Lokale Einheiten nähern sich Barkovs Stützpunkt. Brauchen Luftunterstützung. Bestätigt, 3-1. Schicke nicht gekennzeichneten Kampfhubschrauber zu ihrer Position. Bereithalten. Verstanden. Wir greifen ihre Waffenkammern an und übernehmen ihr Flugfeld. Jawohl, Karim! Wir kämpfen, um Ursikstan zu befreien und uns unser Land zurückzuholen. Für Ursikstan! Für Ursikstan! Feuer! Yeah.
Erste Waffenkammer gesichert. Sehr gut. Draußen sammeln. Die Rollbahn liegt hinter dem Tor. Alle zum Tor. Es lässt sich nicht öffnen. Verdammt! Wir müssen da durch. Das ist der Weg zur Rollbahn. Ich weiß, was zu tun ist. Ich werde es rammen. 3-1 an Water. Wir rücken zur Rollbahn vor. Wo bleibt die Luftunterstützung? Echo 3-1, Luftunterstützung ist auf dem Weg. Ohne die letzte Waffenkammer. In dem Hangar, hinter der Rollbahn. Damit gehört die Basis uns. Verstanden. Drin sind noch ein paar Hunde. Ich höre sie. Alex, an die Tür. Gebt ihm Deckung. Verschlossen. Da ist deine Dachluke, Alex. Hilf mir hoch. Hier, Alex. 1, 2, 3. Letzte Waffenkammer sicher. Ich hab Nachschub. Beeil dich! Feindliche Verstärkungen kommen aus der Stadt! Zweifer hier, 3-1. Verdammt schön, Ihre Stimme zu hören. Verbündete im Hangar. Werden von der Rollbahn aus beschossen. Brauchen Luftunterstützung. Roger, 3-1. Schreib mit 30 mm geschossen an. Wir gehen drauf. Feuer!
feindlichen Panzer zerstört. Direkter Treffer, Ziel ausgeschossen. 9-8, bitte warten. Feindlicher Panzerwagen zerstört. Jetzt sind wir den Schussoldaten her. Ein Raketenwerfer zielt uns. Guter Treffer. Alle Ziele zerstört. Keine Feindaktivitäten auf der Rollbahn. Over. Verstanden, Viper 1-1. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir sehen uns. Wenn es sein muss, 3-1. Darf ich nicht. Excellent. Du tötest also Russen. Nur die Bösen. Es war ein großer Sieg für Ursikstan. Danke, Bruder. Wir sind ein gutes Team. Ja, wir haben Zeit gewonnen. Aber Barkov schlägt zurück. Wie wir auch. Alex und Commander Karims Truppen haben General Barkovs Operationsbasis zerstört. Die russischen Luftstreitkräfte in Ursikstan sind vorerst geschwächt. Wir müssen schnell agieren. Sergeant Garrick? Dank der Infos konnten wir die für Piccadilly verantwortliche Alcatala-Zelle zu einem Haus in Nord-London verfolgen. 3 SAS-Teams gehen rein, um sich ein Bild zu machen. Wenn der Wolf das gestohlene russische Gas in Ursikstan hat, müssen wir ihn finden. Achtung, es könnten Zivilisten vor Ort sein. Augen auf, bevor ihr schießt. Ziele voraus, Leute. Es kann losgehen. Nationalistischen Gruppe auf. Nach den Angriffen übernehmen Sie den Osten. Vertrau dem Wolf. Nimm den Vorderen auf. Sicher. Alpha 3, geh durch die Vordertür rein. Mark, was ist los? Wir sind hier. Was sollen wir tun? Hol deine Waffe und jetzt mach wieder. Bravo 6, unterwegs zur ersten Etage. Was machst du? Warte, schau, was ich sage. Wo brauchst du mich? Es wird dir gemacht. Nimm die Füße. Feind getroffen. Hinter der Tür. Nein! Mark! Zwei Ziele ausgeschaltet. Bestätigt. Sieh zu, dass das Geschoss sicher ist. Stockwerk räumen. Erste Etage gesichert. Mir nach. Bravo 6, gehen in die zweite Etage. Hoffentlich hat er die Bösen getroffen.
Garrick, was soll das werden? Etage gesichert. Gute Entscheidung bei der Tür, Garrick. Treffpunkt Treppe. Los jetzt, Kyle. Bravo 6 übernimmt die dritte Etage. Gezielte Schüsse. Nein! Hey, nein! Los! Nicht bewegen! Gewahrsam nehmen! Das Kind soll still sein! Gesichert! Letzte Etage, geh vor! Abgeschlossen. Schaff sie möglichst lebend. Runter, sofort runter! Nicht schießen, bitte! Sie wollten mich töten! Nicht bewegen! Sie haben mich eingesperrt! Töte sie! Ich sagte Stopp! Sicher! Alle Teams, Gebäude sicher. Extraktion starten. Verstanden, Boss. Roger. Durchsuchen, Sergeant. Irgendwas ist hier. Scheiße. Sie wollte nach dem Zünder greifen. Zum Glück haben wir sie ausgeschaltet. War das das Richtige, Sir? Darauf kannst du wetten. Wir kennen die Position des Wolfs. Der Dachboden des Alcatala-Gebäudes war eine Goldmine. Sieht aus, als haben wir den Wolf gefunden. Wir haben die Kommunikation vom Laptop zum Ramazar-Krankenhaus in Ursextan zurückverfolgt, wo sich der Anführer von Alcatala verschanzt hat. Farahs Truppen beobachten Terroristenaktivitäten im Krankenhaus. Währenddessen rückt ein Marine-Bodentrupp zum Komplex vor. Echo 3-1 schnappt sich den Wolf zur Befragung über das gestohlene russische Gas. Meine Soldaten sagen mir, sie sind im Krankenhaus. Al-Qatala nutzt Zivilisten als menschliche Schilde. Sie beschützen jemanden. Oder etwas. Finden wir es raus. Alles ruhig, Schwester. Hadir ist mein bester Schütze. Du kannst ihm vertrauen. All meinen Leuten. Die Marines wollen ihr Pfund Fleisch. Sie haben das Kommando. Ich sagte, wir helfen euch. Und du hältst dein Wort. Das ist nicht der Grund, dass ich das mache. Die Invasoren meines Landes haben keine Achtung vor dem Leben. Das Gas tötet alles. Sogar unser Essen. Wer so etwas tut, ist mein Feind. Keine Ausnahme? Keine. Al-Qatala hat mein Volk in Verruf gebracht. Und wir bezahlen teuer für ihre Verbrechen. Ich will den Wolf bestrafen. Du wirst dabei sein, wenn wir ihn Price übergeben. Und du? Wohin gehst du nach all dem? Was sagen die mir? Du hast keine Wahl? Nicht wirklich. Geh schlafen. Morgen wird wichtig. Und was ist mit euch? Wir sind hier bis Sonnenaufgang. Ich übernehme die Ecke. Wir müssen zum Ende der Straße.
halber Kilometer. Ich lauf mit den Marines. Echo 3-1. Sergeant Griggs. Immer. Nenn mich Alex. Keine Einheimischen. Guck nicht mich an. Bist du Karim? Immer. Gute Arbeit mit den Russen. Wir teilen Freunde und Feinde. Viel Glück. Schufak, Anna. Legen wir los, Alex. Demon Dogs, bringen wir die Kacke zum Dampfen. Hier gibt es wirklich jede Menge Ziele. Auf die Fenster achten. Die Guten sind hier kaum von den Bösen zu unterscheiden, verfickter Scheiße. Demon 1-2, Viper 3-5. Viper, wo sind Sie? Viper rückt nach Norden zum Kontrollpunkt Omaha vor, 1-2. Verstanden. Treffen uns in einer Minute an der Kreuzung. Vertreter in dem Alkoven, Sergeant. Wie sieht's aus, 3-1? Kannst du sie entschärfen? Bestätigt, bin dran. Sicher. Nehmen! Schleife verschnitten! Weiter geht's! Folge dem Konvoi und bleib dicht dran! Weiter zum zweiten Stock.
Verstanden. An alle Teams, stoßen Sie zum Konvoi. Demon 1-2 an Red Hammer 7. Wir werden von Truppen am Südeingang des Krankenhauses beschossen. Erbitten sofortige Unterdrückung. Over. Roger, Demon 1-2. Hammer hat Sichtkontakt zu dieser Position. Ziel erfasst. Bereithalten für Nahfeuer. Recall, Momento! An alle Stationen! Lobby gesichert! Keine Spur vom Wolf! Demon sind auf der Jagd! Holen wir uns den Hurensohn, Rex! Kamera bereit! Wirf mal einen Blick, 3-1. Ihr seid machtlos! Man hat euch geschickt, um mich zu töten! Und ihr sterbt für eure Bomben und eure Kriegsplanerei. Was siehst du, 3-1? Wie ihr uns weiterhin mit euren Raketen und Kugeln beschießt. Wolf identifiziert. 3 Marines als Geiseln. Er wird sie töten. Wir müssen rein. Hurensöhne. Flankiert sie von hinten. Ich geh vorn rein. Alex, nimm das Fenster. Ich suche mir einen anderen Weg. Verstanden.
Briggs, wir gehen rein. Halt dich bereit. Halt! Schließ auf rein! Beeilung! Demon bereit. Fass den Bastard lebend, Alex. Nicht erschießen, nur festhalten. Wir sind da, Bruder. Alles gut. Alles klar, Alex? Gut, Briggs. Omar Suleiman, Sie befinden sich nun in Gewahrsam dieser Spezialeinheit. Tun Sie, was ich sage, oder Sie sind tot. Sehr gut. Alle Demon-Teams, Marines sicher. Der Wolf ist im Sack. Bringen wir ihn zur Botschaft. Zweiten Stock für Evakuierung. Achtung, primärer Zugangspunkt ist sicher, aber das Fenster schließt sich sehr schnell. Roger. Aufsetzen in 3, 2, 6, Ende. 3 Minuten. In 3 Minuten sind meine Männer drinnen und wir werden euch alle töten. Ich wollte dich eigentlich lebend. Ich kann mich aber noch umentscheiden. Ihr habt den falschen Mann. Lügen! Sag, was du getan hast. Wir haben das Gas nicht. Wer dann? Jemand sehr Gefährliches. Wo ist es? Wenn ich's nur wüsste. Der Schlechter ist draußen. Sie fackeln die Stadt ab, wenn's sein muss. Komm zu uns, Tochter. Rette dich. Du lässt sie jetzt in Ruhe. Hey, langsam jetzt. Ich bin nicht dein Kind, alter Mann. Ich führe Soldaten und du nur Mörder. Wir sind doch alle Mörder, oder? Sie sind durch. Wir müssen weg, jetzt! 3-1 und 2-6. Schüsse. Wir werden den VIP sichern. Melden uns. Verstanden, 3-1. Bravo ist auf dem Weg. Auf Evakuierung vorbereiten. 30 Sekunden. Roger. 30 Sekunden. Da ist eine große Gruppe Unbekannter am Haupttor. Al-Katala ist da unten. Wir haben den Randbereich durch. Wir müssen aufs Dach. Wir müssen schnellstens zu Echo. Auf die kommt hier die Hölle zu. Geschoss durch kleine Kaliber. Raketenwerfer! Sind da einen getroffen? Wir sind getroffen! Volle Schuss! Kollektive Festhalten! Mir geht's gut. Echo 3-1, Binärextraktion gescheitert. Wir sind auf dem Dach. Verstanden. Wie lautet der Befehl, Captain? Da ist ein Schutzraum im Keller. Geht dahin, wir stoßen zu euch. Roger, sind in Bewegung. Wir müssen den Schutzraum vor Al-Katala erreichen. Und das Botschaftspersonal? Al-Katala will den Wolf. So wie wir. Gut, dass Sie hier sind. Wir brauchen 5 Minuten. Wie kann ich helfen? Suchen Sie Waffen. Blockieren Sie die Tür. Sie sind das Extraktionsteam! Nicht ihr's. Du, die Tür auf. Schließ wieder ab. Nur 6, Echo 3-1. Der Wolf ist sicher im Schutzraum im Keller. Achtung, der Schlechter ist draußen. Gelbes Hemd. Ich sehe ihn. Sie brechen jetzt durch. Wir brauchen einen neuen Extraktionspunkt. Oh mein Gott! Scheiße. Wir müssen die Typen angreifen, Sir. Negativ. Wenn Sie es auf diese Seite schaffen, erreichen Sie den Wolf vor uns. Verstanden? Jawohl, Sir. Gut. Geh vor. Sofort aufmachen! Alle zurück! Wir wollen nur den Wolf! Heute muss keiner mehr sterben! Schlüsselkarte? Ich! Wie steht's, Captain? Lässt du sie sterben? Sie! Papa, Mama! Wie? Kyle, wir gehen! Sein Leben, Sergeant! Jetzt! Gib uns den Wolf!
Gnade ist Schwäche. Und den Laster! Hey, wir kriegen ihn. Jede Wette. 3-1, feindliches Fahrzeug kommt. Wie steht's um die Extraktion? Das Gebäude ist abgeriegelt. Wir kommen nicht raus, Captain. Im Moment müssen Sie ruhig bleiben. Bewegung! 3-1, Alcatala ist drin. Sie sind unterwegs zu euch. Verstanden. Wir in den Keller vor, Kyle. Geh voran. Sie ist verschlossen. Ich mach das. Piss. 3-1, seid im Keller. Verstanden. Achtung, das sind Feinde vor dem Schutzraum. Wir machen das. Lassen wir sie wissen, dass wir hier sind, Sergeant. 3-1 sind da. Pfarrer. Kämpfst du noch für das Gute? Immer, Captain. Der Botschafter ist noch da drin, Sir, in der Falle. Halt ihn an der Strippe, er könnte uns rausbringen. Adir, danke für die Hilfe. Eine Freude, Sir. Omar Suleiman. Kennen wir uns? Du warst mal auf unserer Seite. Der Wolf war ein Freiheitskämpfer? Das bin ich noch, Bruder. Die Männer des Schlechters sind gleich beim Botschafter, Captain. Okay. Kyle, bemann die Kameras. Führ den Botschafter in Sicherheit. Seine Schlüsselkarte öffnet die Hintertür. Die anderen kommen mit mir. Botschafter, hören Sie mich? Ich versperre die Tür. Stacy, versteck dich! Botschafter! Oh mein Gott! Gelöscht! Nein, nein, nein! Nein! Halt! Halt, nein! Scheiße! Captain, der Botschafter ist tot, aber ich kann seine Assistentin zu Ihnen führen. Mach das! Hallo! Hallo, können Sie mich hören? Hallo? Hier spricht Sergeant Kyle Garrick. Stacy Davidson. Tun Sie, was ich sage, dann bringen wir Sie in Sicherheit. Nehmen Sie die Schlüsselkarte des Botschafters und gehen Sie zur Tür. Okay, ich habe die Schlüsselkarte. Nach rechts, da ist ein Schrank am Ende des Flures. Los, jetzt! Nein, Stacy, nehmen Sie das Telefon. Ich hol dich hier raus. Verdammt, Stacy, lassen Sie ihn zurück. Es tut mir leid, Adam. Nicht schreien, Stacy. Nicht bewegen. Ich will nach Hause. Ich auch. Wir machen das, Stacy. Sie sind fast draußen. Er ist weg. Gehen Sie zu diesem Arbeitsplatz. Der andere Arbeitsplatz. Los! Was ist los? Er
Erreichen Sie diesen Drucker? Da steht eine Wache beim Ausgang. Sie müssen sie ablenken. Was muss ich tun? Der Schredder! Los, jetzt! Schalten Sie ihn ein. Andere Seite. Okay, ich gehe los. Rennen Sie zum Ausgang. Los! Scheiße. Sind Sie da raus? Sergeant, wir haben Sie. Auf dem Parkplatz gruppieren. Verstanden, Boss. Alle Einheiten auf dieser Frequenz. Die Botschaft ist gefallen. Marines richten einen Sammelpunkt an der Botschafterresidenz ein. Hier spricht Captain Price, SAS. Wir arbeiten uns durch vor. Garrick, wir gehen. Verstanden. Kadir, achte auf Suleiman. Captain. Was ist der Plan? Wir stoßen am südlichen Gelände zu den Marines. Wo ist das Gelände? Es ist nicht weit. Durch die Gasse auf der anderen Straßenseite. Komm mal los. Garrick, gehen wir. Garrick, benutz die Schlüsselkarte. Bring uns rein. Hier ist Bravo 6, SAS. Hätte nicht gedacht, dass Sie es schaffen. Wir brauchen einen sicheren Raum für einen Gefangenen. Ja, Sir. Sicherer Raum in der Residenz. Folgen Sie mir. Das muss reichen. Bastian, Wache halten. Wir holen ihn später. Ich werde weg sein. Aber wir sehen uns wieder. Roger, hier 06. Ich brauche Luftunterstützung. Und ich brauche sie jetzt. Negativ 06. Ich kann nicht noch einen Vogel riskieren. Kate, geben Sie mir irgendwas. Wir haben die ganze verdammte Stadt gegen uns. Nur eine Drohne in Reichweite mit wenig Treibstoff. Die bleibt nicht lange oben. Schicken Sie sie her. 06 Ende. Alex, Herr Bier, nach Norden. Sichert das Dach. Kyle, Farah, ihr kommt mit mir. Roger, Captain. Roger. Captain, die Marines kümmern sich um Nachzügler bei der Botschaft. Da draußen ist nichts, Sir. Die kommen wieder. Von der anderen Seite. Woher wissen Sie das? Ich würde es so machen. Sie hat recht. Auf der anderen Seite vom Dach neu positionieren. Stellung sicher. Ich will das ganze Feld im Blick haben. Nimm das Café in den Blick. Auf der anderen Seite des Felds. 12 Uhr. Café. Männlich. Potenziell Kämpfer. Unbewaffnet. Bleib bei Ihnen. Zwei noch. Farah? Das sind Späher. Sie sehen hierhin, nicht dort. Verfolgen. Mach ich. Irgendwas hat sie aufgeschreckt. Da recht. Noch zwei. Sie verschwinden. Da stimmt was nicht. Hey, da sind noch mehr Unbekannte. Anderes Ende des Felds. Untersuche. Kämpfer, die suchen uns. Sie nähern sich. Scheiße, hab sie verloren. Alex? Alles ruhig. Moment, da ist Aktivität. Mitte des Felds, 11 Uhr. Wo? Negativ. Ist nur der Wind. Klappe halten. Die beobachten uns, Captain. Noch ein Wort und ich schick sie da raus. Ja, Sir. Sie zielen auf die Lichter. Haben wir Angriffsfreigabe? Was denn angreifen? Wir sind blind. Still. Augen aufs Gras. Feuer ein Leuchtsignal ab. Wir schalten sie im Licht aus. Leuchtgeschosse. Achtung, Sprengung. Da laufen welche. Hit auf dem Feld. Angreifen! Angreifen! Angriff! Schuss aus dem Ast! Die Straße über das Feld! Scheiße! Hat den Kopf unten! Feuer! Ah!
heilige Scheiße! Beschissenes Schlachtfeld, Mann! Da werden noch mehr kommen. Wie sieht's bei der Munition aus? Wird knapp. Hälfte noch. Fast leer. Keine Kugeln verschwenden. Jeder Schuss muss setzen. Scharfschütze! Na, geht auf! Ein Gebäude! Gebäude, Nordosten. Kein Schussfeld. Wir müssen sie ausschalten. Ich gehe. Aber nicht alleine. Garrick, geh mit Hadir. Schaltet das Mörderteam aus und kommt dann zurück. Wir gehen von hier aus Deckung. Erledigt. Marines, unterstützt sie. Ja, Sir. Hurra! Das ist das Mörderhaus. Linke Bewegung. Seite. Linke Seite. Linke Seite. An die Tür, Sergeant! Schloss! Hilf mir über die Mauer! Ich bringe uns rein! Hier lang! Sergeant, wir müssen das Mörder kriegen! Schnell! 06, wir sind am Zielgebäude. Gehen rein! Verstanden. Wir stellen uns rein. Cool bleiben! Nach oben, los! Alle Einheiten, hier Bravo 26. Alle Mörser ausgeschaltet. Das Gebäude ist sicher. Zurück zum Gelände. Schwester, da kommen noch mehr Kämpfer. Entfällt. Zur Residenz zurückziehen. Sie sind drinnen, Herr. Alcatala ist in die Residenz eingedrungen. Wir werden aus der Residenz beschossen. Sie wollen sich den Wolf holen. Schnell darüber, sicher den Wolf.
Sergeant, Präsident, Schutzraum des Falls, sofort! Der einzige Weg! Nein! Lass mich los! Der Falls ist dadurch! Lass mich los! Stacy, verschwinden Sie sofort! Die klemmt, hilf mir! Sicher! Alles gut! Er ist weg. Sie sind durch die Mauern. Verdammt! Sie haben ihn, Captain. Wir finden ihn. Hadir, bring dein Team zur Kreuzung. Bring alle, die du hast. Ja, Schwester. Was ist der Plan, Pfarrer? Der Wolf ist jetzt beim Schlechter. Terrorzellen in der Stadt verstecken sie. Bravo wird jedes Haus durchsuchen. Meine Leute helfen. Wenn sie in die Berge entkommen wollen, gibt es nur einen Weg. Tariq Almut, die Straße des Todes. Russen haben sie bei der Invasion zerbombt und die Fliehenden getötet. Bei der Kreuzung ist ein kleines Dorf. Ich habe Hadirs Kämpfer hingeschickt für einen Hinterhalt. Alex und ich stoßen dazu und gehen über der Straße in Schussposition. Auf der Lauer für den Wolf. Der Highway ist unter uns. Hadirs Verstärkung ist in Position für den Wolf. Wir draußen kriegen uns die Russen leicht. Ja, die Zeit ist knapp. Barkows Männer jagen uns. Er hat keine Kontrolle. Er will sie zurück. Hier anhalten! Bewegung! Wir müssen den Wolf am Pass abfangen. Vor dem Krieg gab es hier Familien und Lachen. Lachen ist die beste Medizin. Kennst du einen Witz? Wie nennt man einen schlafenden CIA-Agenten? Wie? Einen verdeckten Ermittler. Nicht schlecht. Ist besser in meiner Sprache. Das war in deiner Sprache. Die brauchen wir noch. Ja, Ma'am. Hadir hält für uns die erhöhte Position. Mein Vater nannte Hadir den Schabal, seinen kleinen Löwen. Was ist aus ihm geworden? Er starb im Kampf. Halte uns auf dem Laufenden. Alex, hier lang. Hadir wartet auf uns. Er sollte alles mitbringen, was er hat. Alex, sieh dir das an. 338 Lapua, panzerbrechend auf 600 Meter. Ich habe das selbst zusammengebaut. Bitte, benutze sie. Heißes Eisen, Bruder. Schütze sie mit deinem Leben. Sie tut es auch für dich. Danke, Adir. Perfekt für diese Entfernung. Ich übernehme das Sichten, Alex. Wir sind jetzt Brüder. Mach mich stolz, Alex. Leg dich flach hin. So wird der Schuss präziser. Benutze dein Visier. Machen wir dich bereit. Ja. Ali, stoß zu den anderen. Ja, Commander. Bleib an ihm und du siehst mein Team an der Straße. Ja, ich sehe sie. Sie unterstützen uns, wenn wir den Al-Katala-Konvoi angreifen. Ah ja, platziere ein Ziel beim Bus. Tikrami Bintalam. Entuchwani. Vertikale Striche sind für die Distanz. Jeder steht für 200 Meter. Serjahel. Hetemu, Tavjir. Das Ziel ist 400 Meter weit weg. Ziele zwei Striche darüber. Treffer! Sie spricht mit dir, Alex. Mein Bruder, dein größter Fan. Probieren wir noch ein Ziel auf andere Reichweite. Ziemlich weit hinten ist ein blaues Haus. Siehst du es? Sichtkontakt zum blauen Haus. Da ist Obst auf der Kühlbox. Distanz 600 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Treffer. Er ist ein wahrer Obstkiller. Das habe ich gehört. Yahayawen, passt auf, Jungs. Jetzt sollte alles passen. Nutze immer die Umgebung zu deinem Vorteil. Flaggen zeigen die Windrichtung und Orientierungspunkte die Distanz. Verstanden. Gut. Und jetzt achte auf Aktivität auf der Straße. Sie werden bald da sein.
Ich hab was bei der Ölpumpe. Ein Fahrzeug nähert sich von Osten. Verstanden. Nicht angreifen. Sie haben ein Fahrzeug gesichtet. Rechte Seite. Könnte der Wolf sein. Oder seine Männer. Wir bekommen endlich etwas Gesellschaft. Sieht nicht nach dem Wolf aus. Das sind Speer des Wolfs. Noch nicht schießen. Erst bei freiem Schussfeld. Ali, siehst du sie? Sie klettern auf das Dach! Augen aufs Dach, Alex. Zwei, auf dem Dach. Ja, ich sehe sie. 400 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Guter Treffer. Noch einer. Guter Schuss. Zwei Speere weniger für den Wolf. Ali, du kannst jetzt hin. Hadir ist einfallsreich. Er lässt eine Falle für die Männer des Wolfs vorbereiten. Alex, gib dem Team Deckung. Den Wolf zu töten garantiert uns nicht das gestohlene Gas. Stimmt. Was ist, wenn du es nicht findest? Das muss ich. Maschi, untersuch el-Ishara. Die Männer des Wolfs müssen zum Passieren den Wagen bewegen. Warte, bis sie nah genug dran sind und sprenge ihn dann. Ich sehe den Konvoi im Osten. Verstanden. Es geht los. Seid tapfer, Freunde. Die Soldaten des Wolfs sind hier, Alex. Rechts vom Highway. Drei Alcatala-Fahrzeuge. Verstanden, nicht feuern, lass sie näher ran. Soll ich angreifen? Nein, sie müssen näher ran. Näher, na los, nicht so schüchtern. Sie sehen ihn, sie gehen zum Truck. Hadir. Ich seh's. Bereit machen, Alex. Spreng den Truck, Alex. Angriff! Angriff! Feuer eröffnen! Sie sind rechts vom Bus. Voller Treffer! Granate, Granate! Sie gehen in den Gebäuden in Deckung. Treffer. Der Wolf hat Verstärkung geschickt. Zieh dein Team zurück! Wir dürfen nicht nachgeben! Tu es! Ali, zurückfallen! Sofort raus da!
Schalte sie aus! Achte auf das Mündungsfeuer, wenn sie schießen. Sehe sie. Mercer-Team ausgeschaltet. Selbstmordtrakt! Linke Seite, linke Seite! Noch einmal! Halte den Truck auf, Alex! Triff den Truck! Den Truck! Das war knapp. Gut geschossen, Alex. Der Wolf wird wohl kommen. Sonst würden sie nicht mit Truppen den Weg freimachen. Platziere USB-Faust, Bruder. Hadir und ich sichern die Umgebung, Alex. Geh zum östlichen Bunker und rüste dich für den Wolf aus. Alex, Captain Price ruft über Funk an. Er meint, es sei dringend. Hier, 3-1. Alex, der Wolf ist aus der Stadt geflohen. Er ist unterwegs zu euch. Und die Russen sind gleich dahinter. Runter! Feindkontakt! Unten bleiben! Sie dürfen euch bestätigt. Nicht sehen! Sind unterwegs. In Deckung bleiben! Die Schüsse kamen vom Highway! Erledige ihn jetzt! Seh ihn! Hab ihn! Guter Schuss, Alex. Al-Katala sammelt sich beim Highway. Das könnte er sein. Das sind 600 Meter, Alex. Schalte sie aus. Barkovs Armee wird bald da sein! Schwester, Rauch! Weißer Rauch da links! Russische Transportpanzer im Nordwesten! Alex, du musst sie irgendwie aufhalten! Weiter so, Alex! Toller Treffer! Weiter so, Alex! Ich habe mehr Feuerkraft in meinem Tank! Alex, mir nach!
Könntest du das tun? Wir hatten keine Wahl, Pfarrer. Es geht nicht anders. Nein, nicht so. Schwester, Schwester! Alex! Hör mir zu. Ich stahl das Gas von den Russen, um uns zu helfen. Nur um uns zu helfen. Sag es, Pfarrer. Sag's ihr, Alex. Wir sind unbewaffnet!
sicher bist. Bleib hinter mir. Ja, Baba, das mache ich. Gutes Kind. Hör auf mich, dann bist du sicher. Okay, gehen wir. Hier lang. Jetzt, langsam. Folge mir. Die Russen dürfen es nicht sehen. Folge mir, tapferes Mädchen. Nimm deinen Mund herauf. Es ist Gift. Nicht einatmen. Beeil dich. Wir sind zu Hause. Hausherr, hör mir zu, bitte. Adir. Adir. Baba, ich habe die Bomben gehört. Die Fenster geschlossen, wie du gesagt hast. Guter Junge, wir sind erstmal sicher. Kommt mit in die Küche, beide. Wo ist Mama? Mama kommt nicht. Tut mir leid, mein Junge. Warum tun die das, Baba? Sie denken, wir helfen den Rebellen. Hier, nimm diese Maske. Haben okay? wir auch eine für Farah? Du brauchst eine eigene. Ich helfe deiner Schwester. Los! Nehmt die Telefone. Benutzt sie, wenn wir getrennt werden. Okay, wir gehen über die Brücke in die Berge. Dort sind wir sicher. Und wenn sie uns kriegen, Baba? Sie werden euch holen und wegsperren. Ich will nicht weg. Okay. Hör du, ich weiß. Wir kommen wieder. Versprochen. Und ihr sei jetzt stark für deine Schwester, ja? Behalte Mama hier. Bleib hier, klar? So überleben wir. Verstehst du? Ja, Baba. Hör zu, wenn wir draußen sind, bleib bei mir, okay? Baba! Hinter mich! Bitte. Hier ist niemand. Nur meine Kinder, bitte! Nein! Проверяю каждый дом. Ребенок здесь. Убить его? Никак нет. Тащи его в машину. Назад, Артан, тормись! Du kriegst mich an? Eine kleine Drecksratte wie du? Lauf weg, kleines Mädchen. Versteck dich. Verdammte Hitze. Nein, danke. Da bist du. Da bist du. Schrecken! Weg von mir! Er ist nicht die Fahrer! Töte ihn! Du Fahrer! Nochmal, Schwester! Das schaffst du! Dir den Hals um! Hab keine Angst. Wir sind zusammen.
finden wir ihn. Er ist zu schwer. Wir müssen gehen. Hab sie. Komm schon. Wir gehen durch den Mond. Dort sind wir geschützt. Gehen wir. Baba? Kinder. Du musst aufstehen. Ah, ich kann nicht. Ich kann nicht mitgehen. Was tun wir? Überleben. Um jeden Preis. Gebt niemals auf. Leb wohl, Baba. Ich komme mit ins Schloss. Hab dich lieb. Ich liebe dich auch. Es klemmt. Versuch es aufzuheben. Du schaffst es, Schwester. Все виновны. Барков хочет ликвидировать всех. У нас пропал боец. G12. Он не отвечает. Как вы его упустили? Он же размером с тачку. Возьмите практически район. Начни с этого года. Так, командир. Руки же этого боец. Стоим здесь, пока не найдем. Bruder, wir müssen weiter. Das ist nicht fair. Sie töten einfach alles. Obwohl sind Soldaten. Na, das ist ein Вряд ли они что-то знают. Тихо! Сюда идет Виктор. Прочесать местность. Сопротивление? Ничего сложного. Женщины? Дети? Идут в машину. Полный комплект. Нет. Это ты одно. Задание выполнено. Добро пожаловать. Bist du verletzt? Glaube ich. Komm mit. Okay, die Luft ist frei.
Scheune! Wir müssen durch die Scheune! Wir dürfen uns nicht sehen, okay? Wow! An die Scheune! Wir haben nichts getan! Wir sind keine Kämpfer! Tötet sie alle! Werden dich husten hören. Ich werde gehen. Such eine Waffe. Wenn es eng wird, lenk sie mit dem Telefon ab. Pass gut auf. Werde ich. Hey, schau mal. Ich habe einen Revolver gefunden. Nein! Ja, yeah. Er hat mich nur danach gegriffen. Schau dir das Ding an. Ist brandneu. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Nicht so ein. Ja. Hast du das gehört? Prüfe. Was war das? Was meinst du? Keine Ahnung. Ein Tier? Aber sicher kein Tier. Vielleicht eine Grille. Am helllichten Tag? Es kommt von da drüben. Los jetzt. Hölle! Andrei! Nein! Na, wo bist du hingerannt? Hm? Geschafft! Du hast uns gerettet! Verschwinden wir! Verschwinden wir! Ich fahre! Ergreift ihn! Nein! Komm her! Los, los, los! Nein! Finger weg! Para! Ihr kleinen Teufel habt also meine Soldaten getötet. Gut. Wo ist er? Wo ist er? Steck, Pfarrer! Nein! Hadir! Pfarrer! Hadir! Lass es! Manek! Stopp, Pfarrer! Stopp! Es war Hadir! Hadir ist der Dieb! Es tut mir leid, Captain, ich wusste das es nicht! Das konntest du auch nicht! Schon gut, Pfarrer! Wir kriegen ihn! Unsere Ärsche müssen sofort hier raus! Mein Bruder wollte immer ohne Regeln kämpfen. Jetzt bricht er sie alle. Hadir ist nach Norden. Er wurde von Al-Katala aufgesammelt. Freiwillig oder mit Gewalt? Wissen wir nicht. Tut mir leid, Pfarrer. Ihr Bruder ist ein Terrorist. Ist bei den Al-Katala. Wir wissen nicht, ob er ein Terrorist ist. Hadir kämpft nicht gegen uns. Er hätte alle töten können, als er das Gas gestohlen hat. Hat er aber nicht. Woher weißt du das? Ich war da, um es zu verhindern. Wieso weiß ich das nicht? Wir dachten, es wäre Al-Katala. Wir wussten nicht, dass er es war. Jetzt wissen wir es. Wir schnappen ihn uns heute Nacht. Ich komme mit. Du jagst deinen eigenen Bruder? Er ist nicht mein Bruder. Nicht mehr. Barkov wird ein Kopfgeld auf ihn aussetzen. Dann erwischen wir ihn zuerst. Noch mehr Komplikationen und es gibt Krieg mit Russland. Dann komplizieren wir besser nichts. Das ist keine gute Idee, Pfarrer. Wir kümmern uns hier um die Unseren. Das heißt es für gewöhnlich nicht. Wir schon. Ich will Pfarrer im Team. Das ist keine Bitte. Na gut. Sie haben Befehlsgewalt. Sie alle.
Okay, Lagebesprechung. Bildaufnahmen bestätigen, dass Hadir das restliche gestohlene Gas hatte, als er zu Al-Katalas brutalstem Vollstrecker Kontakt aufnahm, dem Schlechter. Ihre Fahrzeuge wurden zu einem Wohnkomplex im Arkusgebirge verfolgt, wo wir das Versteck des Wolfs vermuten. Alex und Farah bleiben als Verstärkung in der Luft, während Bravo 6 mit einem Angriffstrupp die Chemikalien sucht und sichert, Hadir fasst und den Wolf tötet. Im Einsatzgebiet. Licht aus. Holen wir uns den Bastard. Kommandeur an 3-1. Orbit halten. Bestätigt, Kommando. In Bereitschaft. Lüfter 1. Zielsichtkontakt. 15 Sekunden. Roger 1. Auf Nachtsicht, es geht los. Sinne 1, überwachen. Bestätigt. Sinne überwachen. Aktivität. Sicher. 2-4 und 2-6, halten die Stellung. Ladung platziert. Ach. Gut gemacht. Wir gehen durch die Tür. Vorne rechts sicher. Linke Tür gehört dir, Sergeant. Drei, unbekannt. Drei bestätigt. Seitenwand, gut gemacht. Jetzt nach hinten. 6-3 bei hinterer Tür, Erdgeschoss gesichert. Roger, komme von der anderen Seite. Sergeant, Strom abstellen. Lassen wir sie im Dunkeln. Stelle den Strom an. Erster Stock. Mir nach. Hier, stopp. Ja, Sir. Vorgehen. Hoch zum ersten Stock. Bewegung, linke Tür. Links nach dem. Hände, Hände! Smani Halla, du Halla greift den nun. عدد من كبير لازم نستسلم نحن gesichert einer tot einer unbekannt ما في حدا ثاني verstanden vorrücken zum sichern في حدا ثاني ما من راح يبني Vorsicht, links, links!
Fehlanzeige. Zielperson ist nicht hier. Verstanden, Kyle. Macht das Licht an und seht euch um, Leute. Raus aus den Federn. Alle Bravos, sammeln im Erdgeschoss. Laufwerke und Disks in die Taschen. Papierkram in die Kisten. Davon gibt es noch zwei Wir mehr. Geben nicht auf, oder? Negativ. Sie wollen reden. Kommt dazu. Wollisch. Hey, lass ihn gehen. Johnny, Ebni! Danke. Wollisch. Wollisch in der Becher. Wie ein Eldieb. Brüffet Lade. Dachte Lade. Schokran. Pass auf sie auf. Teehaus, mir nach. An alle Stationen. Bravo bewegt sich zum Teehaus für Überprüfung. Hier haben wir wohl ein Erdhörtchen. Alle Stationen, Keller in Gebäude 2, gehen rein. Okay, durch die Luke. Ich geh vor. Gute Jagd. Wir folgen dir. Echo 3-1 an Bravo 06. Tunnel eingestürzt. Statusbericht? Wir sind auf uns gestellt. Wie in alten Zeiten. Aber wir sind nicht allein. Wir sind in der Wolfshöhle. Stolperdrähte, pass auf. Langsam. Sie verstecken sich überall. Fjadarnik! Stimmen. Ruhe! Weißt du das? Nein. Aber sie wissen, dass wir hier sind. Gehen nach rechts. Benzin. Humperhut! Ich höre es an! Benzinfalle! Zurück! Bist du verletzt? Alles okay. Sieht aus, als könnten wir durchkriechen. Fang an zu kriechen. Ich gebe Deckung. Warum hast du die Hände gebracht? Ich wollte herkommen. Okay, jetzt! Ich kann hier nicht schützen. Komm mit uns, Hadir! Nein, dann wird es bis jetzt zu spät. Zeig dein Gesicht und stirb. Para, bitte! Diese Menschen wollen uns doch helfen. Du bist ein Lügner und Verräter. Du hörst dich! Du hörst dich! Hadir. Hadir! Saru, hol! Ich will schon noch! Kannst du ihn flankieren?
Hier geht's runter. Vorsicht! Alles okay? Bleib da! Ich komme zu dir runter! Nein! Bleib an dir dran! Ich finde einen Weg rauf! Pass da unten auf dich auf! 31006, over. An alle Stationen, hier ist Echo 31, blinde Übertragung. Ziel ist noch in den Tunneln, verfolge. هذا هو كل البنزين. خلينا نروح. Hier lang. Hörst du das? Positiv. Ihr seid weit gekommen, aber was ihr sucht, ist schon... Das ist der Wolf. Da vorne. Es gibt nur mich. Ich bin nur ein Freiheitskämpfer. Na los, er gehört dir. Timer, er hat eine Weste. Zählt weiter. Wir können sie entschärfen. Hilf mir. 20 Sekunden. Zerschneide die Drähte, wenn ich es sage. Nicht früher. Bereit. Grüner Draht. In 3, 2, 1, los. Grün, weiter. Gelb, in 2, 1, los. Gelb, fertig. Der letzte ist... Rot. Es gibt zwei Rote. Der obere. In 2, 1, jetzt! Los! Entschärft. Gut gemacht. Mit deiner Hilfe. Gute Arbeit. Wie hast du das gelernt? Jahrelange Erfahrung. Zu lange. An alle Stationen, hier Echo 31, blinde Übertragung. Jackpot. Das Primärziel ist tot. Gut, dass du es warst. Schade, dass er nur einmal sterben kann. Danke, Mann. Gute Arbeit, ich gratuliere. Doch obwohl wir schon die Gläser klirren hören, muss die Feier noch warten. Hardy und seine neuen Freunde sind aktiv. Wo sind sie? Eins nach dem anderen. Niemand sagte, sie sind Freunde. Der General wäre anderer Meinung. Norris, Sie sollten... Sagen Sie es, Laswell. Sonst tue ich's. Das Kommando hat Farrars Truppen reklassifiziert. Kann das einer übersetzen? Von Bullshit zu Klartext? Sie sind auf der Liste. Welche Liste?
von ausländischen Terrorgruppen. Meine Marines behandeln Farrars Truppen jetzt als Feinde. Was? Wir sind Verbündete. Jetzt nicht mehr. Halten Sie Ihre Leinen schön kurz, Colonel. Sonst was? Sonst hänge ich Sie daran auf. Kate, Sie brauchen unsere Hilfe. Wir können nichts weiter tun. Wir können sehr viel tun. Ich lasse mir nicht mehr vorschreiben, wer meine Freunde sind. Alex nicht. Ich gehe zurück nach Usikstan. Ich bleibe bei Farrars Armee. Was Sie da tun, ist illegal. Wie so ziemlich alles, was wir tun, oder? Nur die guten Sachen. Du hast Freunde hier. Du auch. Danke. Für alles. Das ist noch nicht vorbei. Vertrau mir. Hab ich immer. Farrar. Schwester, hör auf. Hadir, bist du das? Ja, zeig dich mir. Wie lange bist du schon in Einzelhaft? 10 Tage. Siehst krank aus. Kein Essen oder Wasser. Schwester. Ist okay. Ich halte es aus. Warum haben sie uns zusammengelegt? Sie brechen mich. Über dich. Nur über meine Leiche. Nein, Hadir. Ich brauch dich lebend. Schau. Oh, ich habe einen Schlüssel. Wofür? Finde es heraus. Nimm du ihn. Fang. Hab ihn. Gut. Versteck ihn. General Barkov kommt. Er weiß von den Nachrichten. Weiß er, dass du Karim bist? Mal sehen. Sieh an. Ein Familientreffen. Wie schön. Lass ihn. Soll ich damit aufhören, dann rede. Schafft ihn ins Lager. Foltert ihn. Die hier gehört mir. Öffnen. Lass die Finger von ihr, du krankes Schwein! Ich bringe euch um! Du solltest dich verabschieden von deinem Bruder. Vielleicht siehst du ihn nie wieder. Mund halten und ab in die Ecke. Falls du Fluchtpläne hast, vergiss sie schnell. Schau mich an. In diesem Drecksland ist es heißer als in der Hölle. Du hast sicher Durst. Wie bist du? Ist leer. Holen wir dir Wasser. Türen! Komm mit! Rein da. Setz dich, Farrar. Es gibt keinen Ausweg, Farrar, und es wird dich auch niemand retten. Ich hab dir das Sagen. Ich kann dir das Leben viel leichter machen. Nun, erzähl mir von Commander Karim und den Nachrichten. Nicht so stur. Du wirst für dein Schweigen zahlen. Bis jetzt war ich geduldig, es reicht. Bleib wach, dann siehst du deinen Bruder ein letztes Mal. Er gibt dir was zu trinken. Du musst atmen.
Na bitte. Atme, Farah. Du schaffst das. Gut. Das reicht fürs Erste. So stark, Farah. Mach so weiter und du siehst Hadir. Nochmal. Wer ist Karim? Du wirst mir gehorchen, Farah. Versprochen. Das reicht! Ich habe eine deiner Schwestern. Kein Wort von mir, Farah. Schon gut, Asedeh. Ruhe. Ihr Leben liegt in deinen Händen, Farah. Bleib wach und sie lebt. Mach schlapp und sie stirbt. Weiter! Dieses Mal wird es schwer. Andere Seite! Falsche Richtung, Farah! Andere Seite, Farah! Verdammt, du bist gut! Halt still! Na, brauchst du jetzt Luft? Willst du den Kopf drehen? Was macht die Luft, Farah? Genug! Glückwunsch, Farah, du hast sie gerettet. Sag mir jetzt die Wahrheit. Oder sie stirbt. Ich hab getan, was du wolltest. Nein, ich will die Wahrheit. Wer ist Karim? Du hättest sein Leben retten können. Jetzt wäre ich Reins beendet. Sie hat nichts getan. Nein, bitte! Nein! Mach dir sauber. Wozu zwingst du mich? Du hast sicher Hunger, Farah. Hm? Iss. Dann retten wir. Hältst du das wie ein Spiel? Du denkst, du kannst gewinnen? Keine Spiele mehr! Dein Bruder hat einen Schlüssel von mir. Wo ist er? Fehlt dir ein Schlüssel? Einer fehlt, aber wir haben Ersatz. Wofür ist der Schlüssel? Du hältst dich für schlau. Karim. Ja, ich weiß. Ich hab's immer gewusst. Also, wo ist der Schlüssel, den dein Bruder gestohlen hat? Asedeh hatte ihn. Gelogen, sie wurde durchsucht, gründlich. Dieses Land ist eine Brutstätte für Terroristen. Ich bringe Recht und Ordnung in dieses Land. Und kein Terrorist schadet meinem Land. Ich schütze Russland. Schweig. Was zur Hölle geht hier vor? Tötet alle, sperrt sie in das Lager, brennt es nieder. Du hast deine Leute nicht gerettet, Farah Karim, sondern getötet. Ein Helikopter, schnell, an die Waffen. Alle nicht bereit machen für den Kampf. Nette kleine Klinge. Ja. Gut. Steine. Ich kann die Steine benutzen. Das hat funktioniert. Das passt nicht. Ich muss da irgendwie rein.
Damit kann ich hochklettern. Кто передвинул стул? Schwestern. Farah, hierher! Schwestern, du bist raus! Ich wusste es. Die Wachen, wo sind sie hin? Barkos Truppen werden angegriffen. Wir müssen weg. Öffne die Tür, Schwester. Der Knopf öffnet die Zellen. Danke, Schwester. Farah, komm! Die Waffen, hier! Danke, Hadir. Hat Barkov Azete getötet? Ja, töten wir ihn. Oh, die Wachen sind zurück. Schnell, wir überraschen sie. Wie? Zielt und schießt, bis sie tot sind, wie besprochen. Gut gemacht, Schwestern. Barkov hat die anderen im Lagerhaus eingesperrt. Macht schnell, bevor alle tot sind. Auf Jafara. Karim. Befreien wir die anderen aus dem Lagerhaus, bevor es zu spät ist. Mir nach, Schwestern! Wer ist Commander Karim? Ich bin Karim. Sie haben uns kontaktiert. Lieutenant John Price. Wo sind die anderen? Da drin. Geradeaus durch. Dicht folgen. Gehen wir, Jungs. Die Beweise. Und die Gefangenen. Zurück, wir brechen durch. Los.
Alles gesichert. Holen wir sie da raus. Ich öffne die Sprinkler. Mach du die Tür auf, Karim. Klappt nicht! Ist verschlossen! Hier! Halt hier! Para! Schwester! Schwester! Hadir, alles okay? Sie sind da? Ja. Geschafft. Dank dir. Durchatmen. Sucht Überlebende und Vorräte. Wir gehen. Nach Norden. Nicht auf den Highway. Bravo 6 an Kobalt 4. Zeitfenster bestätigen. 10 Minuten. Roger. Orbit halten. Beeilt euch, selbst Barkov wird kommen und seine Toten holen. Ja, Lotte Serna. Ja, Vater. Ihr wisst, dass er euch büßen lassen wird. Er wird es büßen. Soll er kommen? Wir haben die Straße nach Norden geräumt. Dort seid ihr erstmal sicher. Danke. Die Revolution beginnt jetzt, Schwester. Der Krieg beginnt jetzt, Bruder. Selbst im Krieg gibt's Moral. Nicht vergessen. Bravo 6, Abflug in 2. Jahre Bürgerkrieg. Bürger spielen ja keine Rolle. Hadir ist trainiert. Verbündet, entführt, spielt keine Rolle. Er brachte das Gas nach Russland. Er tat es mit Al-Katalas Hilfe. Er hat das Netzwerk und die Leute. Tja, kann man es ihm übel nehmen, hä? Inoffiziell nicht. Aber hier geht's um mehr als Hadir. Wir haben zwei Optionen. Was, wir waren in Moskau? Oder Mütterchen Russland schluckt ihre eigene Medizin. Eine Menge Unschuldiger werden sterben. Durch einen Freund des Westens. Okay, kommen wir zur Sache. Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise. Inoffiziell? Total. Wer ist Ihr Team? Ein paar alte Freunde. Unser Sergeant? Ist bereit. Ich bringe Sie rein, dann sind Sie auf sich gestellt. Nur Waffen der Gasnation. Ich mach das schon. Eine tolle Aussicht, Nikolai. Warte mal, Hauptstadt vor Moskau. Die gute alte Zeit. Hm. Da sind zwei an der Tür. Mehr Al-Katala im Innern. Fahrzeug kommt. Beobachten. Guter Ort. Parkt nur, Wichser. Der Schlechter, gelbes Shirt. Das Schwein aus der Botschaft. Kein Gas. Kein Hadir. Freier Schuss. Verlockend. Noch nicht. Der Schlechter führt uns zu Hadir. Oder der Gasangriff geht los. Wenn das passiert, sind wir alle am Arsch. Ausrüsten. Wird fies. Die Uhr tickt. Hier lang. Wie viel Zeit haben wir? Ein paar Stunden oder weniger. Hast du alles? Mir ging nicht in so kurzer Zeit. Schalldämpfer, Munition. Keine Blendgranaten. Gute Arbeit, Nick. 40er Hohlspitz. 1,50 Grain. Wie du es magst. Sergeant Gary, keine Hemmungen. Einfach zugreifen. Gute Feuerkraft. Versteck sie vorerst. Treffpunkt am Lager. Okay. Bring das Paket. Auf den Weg, Captain. Ich weiß, dass du den Schlechter töten willst. Das kranke Schwein kann man nicht tief genug vergraben, Sir. Du kriegst deine Chance, aber fürs Erste brauchen wir ihn lebendig. Privet. Privet. Dobre utro. Nicht schlecht. Mehr kann ich nicht. Wir beseitigen die Wachen, damit sie keinen Alarm schlagen und dringen dann über die Hintertür ein. Roger. Auf mein Zeichen schießen, nicht vorher. Wir haben Dauhorn! Ruhig bleiben, wir haben Befugnis. Sag's ihnen, Kai. Kai, erledigen Sie, bevor Sie die anderen alarmieren können! Cool bleiben, Garrick. Nikolai, Müll auf den Straßen. Ihr habt Tüten. Du denkst an alles. Aufpassen, der Schlechter führt uns zu Hadir. Wir brauchen ihn bis dahin lebend. Heute werden nicht wir leiden und sterben,
sondern sie. Wir danken unseren neuen Soldaten. Sein starker neuer Soldat. Hört ihr? Unser Glück. Wenn der Wolf noch lebt, wird er stolz Ziel auf hinter euch sein. Dem Tisch. Und wenn er tot ist, bringen wir all jenen seine. Haltet sie! Sicher! Alles gesichert! Ihm nach! Sie dürfen mir nicht folgen! Haltet Tür sie! Hinter der Bar! Stunde, Jungs. Lass sie nicht entkommen! Er haut ab, bleib dran! Schnapp ihn dir! Erledigt! Die Tür zur Straße ist offen! Verdammte Scheiße! Das Ziel bewegt sich in Richtung Norden. Bereithalten für Evakuierung. Bestätigt. Ich weiß, wo ihr seid. Woher? Die Schüsse. Folge ihm, ich fange ihn von der anderen Seite ab. Roger! Mach dich kalt, du Hurensohn! Hörst du mich? Sie sterben. Deinetwegen. Sergeant? Mir geht's gut, Sir. Das Ziel bewegt sich. Flussufer. Geht daher oder wir verlieren ihn. Kontakt. Fahrzeug. Direkt voraus. Scheiße. Wir haben einen Raketenwerfer. Ausschalten. Trifft den Raketenwerfer. Raketenwerfer zerstört. Gesichert. Der Schlechter haut ab. Hinterher. Schneller. Er sitzt in der Falle. Auf die Umgebung achten. Hinter dem Zaun! Ach, da reinkommt! Nick, er geht durchs Café, Flussufer, Süden. Wo steckst du? Er haut ab, bleib dran! Auf Verstärkungen achten! Wo zur Hölle kommen die nur her? Molotow, Vorsicht! Entkommt! Finde einen Weg dadurch! Drei weniger. Lass sie nicht aus den Augen. Er ist auf dem Weg zum Fluss. Nikolai! Wir haben ihn. Hirnerschütterung macht Flucht schwierig, was? Nein, Katze. In den Wagen bewegen. Wer seid ihr? Meine Männer schicken eure Köpfe heim zu euren Familien. Halt die Fresse, dreckiger Mistkerl. Einsteigen, Sergeant. Chemikalien! In deinem Russenarsch. Du kannst mir nicht wehtun. Aber du, Captain, du kannst das besser. Denkst du, ich habe dein Gesicht vergessen, SAS? Und du, Sergeant? Hey, Scheiße, halte deinen Kopf an! Sir, der verdammte Penner! Wir müssen den Bastard brechen, Captain. Genau das machen wir ja. Nikolai, wo ist das Paket? Bring es rein, Captain. Okay. Geh zu Nikolai, hol das Paket und bring es her. Sergeant Garrick, das Paket ist hinten. Was ist es? Drück mit dir. Wie
Bitte, lass uns gehen. Und Trümpfe. Wir wissen nichts. Zum Verhandeln. Vielleicht ändert der Schlechter seine Meinung. Mama, was passiert hier? Bitte, lassen Sie meinen Sohn. Wir tun, was Sie wollen. Keine Angst, Mama. Du bist Mamas tapferer Junge. Wo gehen wir hin, Mama? Wir reden mit ein paar Männern und dann gehen wir wieder nach Hause, ja? Was Sie da tun, ist unverzeihlich. Wir sind unschuldige Menschen. Ich will wissen, warum wir hier sind. Kyle, du musst das nicht tun. Bist du dabei? Ich bin dabei. Ganz. Gut. Übergib sie jedem. Nicht! Nein, bitte! Husa! Hamun! Bloß nichts an, du Hurensohn! Ohne Samthandschuhe. Wie gewünscht. Was hast du getan? Dein Sohn ist hier, dein Kind. Hat kein Problem, Kindern weh zu tun. Ist doch so, Kyle? Keins. Halt's Maul. Was hast du getan? Ich sagte doch, du sollst uns raushalten. Captain, ich sollte gehen. Wegtreten. Nimm den Revolver. Was werden sie uns antun? Nicht. Nein. Hey, nein. Nein, nein! Bitte, wir haben mit all dem nichts zu tun, wirklich. Hey, stopp! Sie wissen doch gar nichts! Okay, stopp! Bitte! Was zum Teufel? Du hast das Urteil gesprochen, Kyle. Ich würde den Sergeant hier nicht mit einer geladenen Waffe rumfuchteln lassen, wenn es nicht sein muss. Also, letzte Chance. Wo ist das Gas? Fick dich! Durchladen, Sergeant. Sergeant, ich flehe Sie an. Hey. Nein, lass ihn. Nein. Hör zu! Bitte! Hör mir zu! Karetka-Theater! Lügner! Nein, es stimmt! Lügner! Das ist dort! Karetka-Theater! Ich schwöre es euch! Wo ist Hadir? Der Grünschnabel? Ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Los, Sergeant! Rette beschissene Russen! General Barkov ist längst tot. Hadir, er ist hinter Barkov her. Wir sind hier fertig. Pack deine Sachen. Russland und der Westen werden Krieg führen. Das Gas ist beim Karetka-Theater. Sichern und melden, du kennst das. Nachir, nimm den Wagen, er bringt dich aus der Stadt raus. Hadir ist auf Barkovs Anwesen, er wird ihn töten. Und einen Weltkrieg starten. Nicht, wenn wir vor ihm dort sind. Garrick, steig ein, gib Deckung. Я вижу химикаты. Внимание всем! Заложники безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Принято. Расчет их им защите уже в пути. Город может спать спокойно. Эй! Контрольпункт. Für uns. Macht das einen Unterschied? Die Straße ist dicht. Und jetzt? Draufhalten. Wenn sie nicht ausweichen? Dann bricht gleich die Hölle los. 3 Sekunden? Das ist reichlich Zeit. Heilige Scheiße, Captain. Nikolai hat uns gerettet. Und wenn sie uns folgen? Passiert nicht. Was zur Hölle machen wir hier? Wir räumen den Dreck weg. Mit Frauen und Kindern? Als Druckmittel. Sie waren Geiseln. Ohne Handschuhe kriegst du Blut an deine Hände, Kyle. So ist das nun mal. Und wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze, wo immer du sie ziehen musst, Kyle. Letztlich muss einer dem Feind Angst vor der Dunkelheit machen. Wir werden schmutzig. Die Welt bleibt sauber. Das ist die Mission. Also, wenn du Skrupel hast, kriege ich das auch allein hin. Nein, Sir. Keine Skrupel.
Gut. Und jetzt zu Hadir, bevor er Barkov killt. Suchtrupp. Hadirs Leute. Sie suchen noch. Dann sind wir nicht zu spät. Holen wir uns Hadir, bevor er in Barkovs Keller einen dritten Weltkrieg anzettelt. Bleibt dran. Alles ruhig. Also hat Hadir bereits die Kontrolle. Ob Barkov hier ist? Geh davon aus. Wenn nicht, dann bald. In Barkovs Haus wird es vor Al-Katala wimmeln. Am besten nutzen wir die Dunkelheit. Bleib unsichtbar und greif nur an, wenn du musst. Wenn Hadir in Barkovs Haus ist, müssen wir versuchen, ihn zu finden. Schüsse gefallen. Los. Durch dieses Tor kommen wir rein. Schieß auf die Lampe. Wir nutzen die Dunkelheit für Deckung. Gehen wir. Al-Katala voraus. Nicht schießen. Zu viele. Bleib in Deckung. Meide das Licht. Murphy Mischkelehorn. Weiter. Bleib unsichtbar. Wir müssen den Strom kappen. Benutzt den Sicherungskasten an der Wand. Rückzug ist abgeschnitten. Schieß die Lampe aus. Das wird sie ablenken. Warte, bis sie gehen. Okay, sie trennen sich. Zwei auf der rechten Seite. Erledigen wir die zuerst. Und jetzt die anderen. Alles gesichert. Weiter. Da vorne ist der Aussichtspunkt. Da ist das Anwesen. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Was haben wir, Boss? Haupthaus ist friedlich. Aktivitäten am Uhrenturm, in der Kirche und beim Pool. Abseilen. Ich behalte dich im Auge. Vorsicht, sie sind in der Überzahl, aber du kannst dich zurückziehen, wenn es zu haarig wird. Uhrenturm voraus.
Sicherungskasten. Den Strom zu kappen wird uns einen Vorteil verschaffen. Sieh ein Feind. Rechts. Wo ist es? Wo ist es? Klingt, als hätte Al-Qatala eine Geisel. Sieh nach, ob Hadir da ist. Vielleicht an der Barkov. Such beim Uhrenturm nach dem Gefangenen. Mit diesem Sicherungskasten kannst du den Strom für dieses Gebäude abschalten. Idiot! Ich kann dir noch ein paar Rippen brechen! Wo ist das Labor? Ich weiß nicht, wo es ist! Hab keine Sicht. Du bist auf dich allein gestellt. Wo ist es? Mach nur weiter so. Lüg weiter. Du machst es nur noch schlimmer. Sieh mich an. Wo ist die Mann? Schwer. Keine Spur von Hadir. Aber sie haben eine Geisel. Finde heraus, was die Geisel weiß. Jede Information kann uns zu Barkov führen. Schuhal! Ich verrate meine Familie. Der ist am Ende. Sieh nach, ob die Bapul und Kirche in besserer Verfassung sind. شفت قتل العدو بس في شي غلط رايح شوف مره تانية شو صار لللمبه Sie verhören einen Gefangenen in der Kirche. Feindlicher Wagen, hinter dir. Sie wissen, dass etwas nicht stimmt. Halt den Kopf unten, damit sie dich nicht finden. Ich sehe Feinde zu deiner Rechten. Gute Nacht. Du musst mir nur sagen, wo Barkov ist. Ich will seine Stadt. Sichtkontakt verloren. Bleib unten, ja? Du wirst es mir sagen! Wir wissen von den Chemiewaffen, die deine Leute hergestellt haben. Wo sind sie? Du weißt nicht mehr, wo deine eigenen Tötungsinstrumente sind? Wo ist das Labor? Au! Meine Familie. Scheiße, Captain. Mir helfen. Die Geiseln gehören zu Barkovs Familie. Barkovs Leute waren in Hadirs Haus. Jetzt ist er in ihrem. Was? Geh zum Pool. Wenn sie eine Geisel haben, wird sie nicht mehr lange am Leben bleiben. Ich weiß nicht. Du nährst dich dem Pool. Sauberer Treffer. Klingt, als wäre unser Mann da drin. Geh rein und hol ihn raus. Mit diesem Sicherungskasten kannst du den Strom für dieses Gebäude abschalten. Pass auf, er ist nicht allein. Gut gemacht. Blitzhauer! Erleichter mich!
جيوشنا قوية. وقضيتنا عاد. ويشو؟ ماشي؟ Zweiter Stock. Sie haben ihn gebrochen. Er sagte zweiter Stock, 451. Mehr Informationen haben wir nicht. Geh nach ganz oben im Haus. Wir treffen uns dort. Zweiter Stock. Hier ist jetzt alles beleuchtet wie in einem scheiß Fußballstadion. Ab in den zweiten Stock sofort. Ich arbeite daran. Okay, ich bin drin. Begib dich in den zweiten Stock. Wir müssen uns beeilen. Juani! Zweiter Stock, Kyle. Los! Unterwegs in den zweiten Stock. Nicht schießen, bin oben. Öffne die Tür, ich gebe dir Deckung. Schau mir sehr hier nicht. 451. Wir brauchen sie lebendig. Blöder Mist, Kerl, wo ist Parker? Er ist nicht hier. Deine Familie war. Beschützt ihr ihn etwa? Nein, wir holen dich. Komm. Wartet, ich bin nicht euer Feind, seht? Ich weiß, wo das Gas herkommt. Ich habe den Standort. Das ist Barkovs Chemiefabrik. Ja, ich will sie zerstören. Wir sind auf derselben Seite, Captain. So nicht. Dann helft uns. Bitte, helft meiner Schwester. Leise. Runter! Das sind Barkovs Männer. Ich kenne einen Ausweg. Die Tunnel im Norden. Ich hab dich im Auge, Hart. Ihr verarscht mich nicht. Die Tür klemmt! Kai! Weiter! Das war ein Stich ins Wespennest, Adir! Dafür wird Barkov Kämpfe fordern! Achtung! Weiter auf die Russen. Hilf, Gary! Gebe Deckung! Bist du verletzt? Auf die Beine! Wir verschwinden hier! Tate, die Bombe! Weiter nach Norden! Dort ist der Ausgangstunnel! Ungeschützte Feinde! Ich sehe den Tunnel! Rakete, Matsu! Den hier! Kämpfe, das gehen wir! Rakete, Matsu! Sammel dich. Mir ging's nie besser, Sir. Ihr greift mit mir das Labor an, ja? Vergiss es. Du bist erledigt. Captain! Für dich gibt's kein Zurück, Hadir, das weißt du. Aber ihr tut das Richtige, ja? Boss. Das zu Ende, oder?
Wir brauchen Hilfe. Hoffen wir darauf. Geh! Captain, bitte, geben Sie Farah die Pläne. Das schulde ich ihr. Du schuldest es der ganzen Welt. Was kümmert mich die Welt? Ich tat es für meine Schwester. Baseplate an 06. Verbündetes Flugzeug nähert sich von Süden auf 180. Rufname Roger 1. Roger. Das ist Laswa. Was macht sie hier? Ich rieche Blut. Laborinfos. Behalte die. Ja, Sir. Machen Sie keine Schwierigkeiten, Captain. Dann geben Sie mir keinen Grund. Das ist ein Stellvertreterkrieg. Wir sind alle nur Spielfiguren. Sie sprechen für sich. Hände gehen aus. Ja, Sir. Adieu für Sie. Infos sind meine. Was immer Sie vorhaben, ich kann helfen. Ich werde mich bei Ihnen melden. Ich weiß, wie das läuft, Captain. Diesmal nicht. Sie gaben Hadir an die Russen. Die töten ihn. Wenn er Glück hat. Wieder retten Sie die freie Welt, Captain Price. Hadir fand Barkovs Labor in Ostgeorgien. Die Gasfabrik. Er wollte sie zerstören. Hadir ist völlig irre. Wir sind alle etwas irre, oder? Hab ich recht, Alex? Auf jeden Fall, Sir! Wenn du hilfst, vollenden wir, was er begann. Sie sind ein guter Freund und bestimmt ein schlimmerer Feind. Aber ich falle nirgendwo ein. Ich verteidige mein Volk hier in der Heimat. Manchmal ist die beste Verteidigung. Alles da. Pläne. Personal. Verstehe. Eine Miliz ohne Verbindung zum Westen könnte das machen. Und schuld wären die Terroristen, oder? Es war gut, ihnen zu trauen. Ist Barkov dort, ist er mein. Das ist eine Geheimoperation, um Barkovs Labor zu zerstören. Nikola ist bereits drin. Er gibt euch die Sprengsätze. Zwei Teams infiltrieren. Garrick und ich platzieren Sprengsätze an der Pipeline. Farah und Alex besorgt einen Zünder von Nikolai und präpariert die Heizkesse. Ist der Sprengstoff platziert, bringt euch in Sicherheit und zündet ihn. Leswoods Luftunterstützung räumt frei. Der Rest liegt bei uns. Truppen ohne Schutz zur Seite der Brücke. Feuer Ding Dong. Jemand zu Hause? Mir nach! Yalla, yalla! Perimeter offen, Kate. Wir rücken vor. Ich übergebe die Angriffskontrolle 3-1. Lufteinheiten gehören euch. Bestätigt. Gut gemacht, Kate. Ihr habt die Kontrolle 3-1. Schießt clever. Und Helden. Direkt vor. Offen. Echo 4-7, die Echo 3-1. Feuer frei. Brettor, ein Feind ausgeschaltet. Schützen auf den Kampf! Feindlicher Helikopter im Anflug! Abschießen! Kein Ziel vorgegeben, 3-1. Bitte markieren. Rakete abgebrochen.
Volltreffer. Helikopter kommt! Raketenwerfer! Rakete abgefeuert. Heli zerstört! Team, hier ist euer Startpunkt. Ihr müsst zu Nikolai und die Ladungen holen. Masken auf. Barkov könnte das Gas einsetzen. An die Arbeit. Das schaffen wir. Schnell, holt die Sprengsätze! Der Zünder startet die Kettenreaktion. Die Kessel sprengt, der Rest folgt. Korrekt, nicht verlieren.
Wozu helfen? Barkov bringt Schande über Russland. Er muss verschwinden. Spasiba, Nikolai. Ich bring den Rest zu Preis und Sergeant Garrick. Wir sehen uns später. Wir haben ein Problem. Echo, hört ihr mich? Ich höre, Kommando. General Barkov gesichtet. Wiederhole, Barkov ist unterwegs zur Landeplattform. Echo nähert sich den Heizkesseln, Kommando. Platziert eure Ladungen und raus da. Roger, Echo Ende. Du hast ihn gehört. Packen wir es. Zu den Heizkesseln geht's hier lang. Da ist die Tür. Bin dran. Sicher! Was ist los? Zünder ist am Arsch. Und jetzt? Ich gehe da rein. Und tust was? Die Kessel entzünden. Du schaffst es nie rechtzeitig raus. Ich weiß, was ich tue. Farah, hör mir zu. Nein, du hörst mir zu. Wegen diesem Gift gibt es seit Jahren nichts als Krieg für mein Volk. Ich bin nicht hier, um jetzt aufzugeben. Ich will nicht, dass du aufgibst. Ich will, dass du mir den Befehl erteilst. Das kann ich nicht. Commander, bitte. Nenn mich ja nicht so. Sonst was? Irgendjemand muss dieses Feuer entzünden. Und jemand muss Barkov töten. Beides geht nicht. Befehle waren mein ganzes Leben, Pfarrer. An diesen glaube ich. Gib mir den Befehl. Du bist ein Freiheitskämpfer. Du bist eine Anführerin, Pfarrer. Sag es schon. Tu es. Ja, Ma'am. Roger, Echo, wir kämpfen uns zur Pipeline durch. Bereit, Sergeant? Keine Einsatzregeln mehr, Captain? Oh nein. Nicht für den Scharfschützen. Ziel, 40 Meter Entfernung. Raketenwerfer, linke Seite! Ich
Lade nach! Bei dem Wagen! Scharfschütze eliminiert! Und weiter, Kai! Gleich da! Alles sicher! Bravo, zu mir! Hier geht's zu den Rohren. Bewegung, Leute! Ja, Sir! Okay, platziert die Sprengsätze, los! Ladungen sind scharf! Der Wagen entkommt! Verrat, Nikolai, wo seid ihr? Mir egal, wie spät es ist! Ich will sofort Moskau an die Strippe! Wiederhole, Barkov hat abgehoben! Ich bin General Barkov! Verrat! Niemand ignoriert ihn! Habe Sichtkontakt! Mir egal, wie spät es ist! Ich will sofort Moskau an die Strippe! Ich bin General Barkov! Niemand ignoriert mich! Du! Bin noch hier, Barra! Ist tot. Verstanden. Alex, Ladung bereit? Bestätigt, Sir. Alex? Ich komme hier nicht raus. Legen wir los. Danke. Gern, Ma'am. Bereit, Captain. Roger, alle Stationen auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Ziele zerstört. Gut gemacht. Karib! Mutig in Russland wäre stolz. Wohin? Usbekistan. Heim. Ich bin weit weg von meinem Bier. Russland verleugnet Barkov. Tja, sie hatten keine Wahl, oder? Er ist tot. Das Problem haben sie ziemlich gut gelöst, John. Vorerst. Aber unkontrolliert. Bleibt es nicht. General Shepard hat ihre Akten besorgt. Worum geht's eigentlich dabei? Ein Sonderkommando. Wir haben genug lose Enden. Das werde ich ändern. Keine Mittel für Draufgänger. Genießen Sie den Tee. Sakajew will Barkovs Thron. Hätte ihn fast in Pripyat begraben, mit Macmillan. Damals der Vater, heute der Sohn, Viktor. Nette Familie. Sind große Fans von Hadir. Tja, das würde erklären, warum er noch lebt. Sie wollen ihn rausholen. Dann geben Sie mir, was ich brauche. Und ihr Team? Sergeant Garrick. Kyle? Sie nennen ihn Gas. Hat er nie erwähnt. John McTavish, SAS, Scharfschütze, Sprengungen, nennt sich Soap.
Wieso? Das ist geheim. Da ist er. Simon Riley. Da ist kein Bild. Nie. Und der Rest bleibt geheim. Außer wir haben an dir. Wie heißt dieses Kommando? 141. Thank you.
Они нас громят! Тут чертова армия! Нам нужно... Нет! Нет! Умоляю! Пожалуйста! Die Stadt wurde evakuiert. Al-Katala hat die totale Kontrolle. War mal ein schöner Ort. Also jetzt nicht mehr. Ost und West bauten Verdansk wieder auf. Al-Katala hasste diese Kooperation. Jetzt haben sie Panzer und schwere Waffen. Terroristen mit Panzer. Wer zieht die Fäden? Jemand Neues. Netherhood, wie heißt er? Wissen wir nicht, aber er hat einflussreiche Freunde. Das sind russische Infos. Wo haben wir die her? Ein Gegenpart in Moskau. Die CIA kooperiert mit dem FSB? Nicht zum ersten Mal. Kamarov. Captain Price? Nikolai? Du warst ein böser Junge. Von Ihnen ist das ein Kompliment. Bitte. Wir sind doch Freunde. War ich schuldig? Für Beirut. Sergeant Kamarov wird uns helfen bei dieser Operation. Diese neuen Waffen. Erlauben Al-Katala einen Terrorakt in einen Krieg zu verwandeln. Das ist ein Problem. Für uns alle. Mit einer multilateralen Einheit jagen wir Al-Katalas Anführer und beseitigen die Bedrohung. Sind dabei. Was brauchen Sie? Dann legen wir los.